Auf jeden Fall kann man sagen, Wasserstoff wird ein Energievektor werden. Das heißt, er wird als Energiespeicher fungieren, er wird Energie übertragen. Und für uns ganz wichtig, da wir Wasserstofftankstellen bauen, er wird auch als Kraftstoff für die Mobilität eine Rolle spielen. Das Allheilmittel, ja, wird es wahrscheinlich nicht alleinig sein, aber es wird ein großer Teil und ein Schwerpunkt werden, wenn wir das, was wir Energiewende nennen, erfolgreich gestalten wollen.